Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsfolge. Ja, tatsächlich ist es jetzt so, dass dieser Podcast über 5 Jahre alt geworden ist. Also bereits im Oktober ist er 5 Jahre alt geworden. Aber aufgrund dessen, dass ich vor dem Jubiläum im Oktober publiziert habe, habe ich jetzt erst im November, diese Jubiläumsfolge. Ja, diesen Podcast gibt es tatsächlich 5 Jahre und ich habe es selber nachschauen müssen, um ganz ehrlich zu sein. Ich war mir jetzt nicht sicher, sind es 4, sind es 5, sind es 6 Jahre. Ja? Und man kann auch gar nicht so leicht bei Podcasts, die älter sind, so sich durchklicken. Da muss man immer noch mehr Folgen, bis man irgendwann am Anfang ist. Und dann weiß man, es war das Jahr 2017, als ich gestartet bin. Ja, so viel zu meinem Gedächtnis. Ja, und wie bei jeder Jubiläumsfolge gibt es ein Geschenk, gibt es etwas, was ihr sozusagen mitbekommt. Und diesmal muss man sich auch nirgends eintragen, muss man nichts sich bewerben, Fragebogen schreiben, liken und was es da nicht alles gibt. Ich habe ja kein Facebook mehr zum Glück und diese ganzen Social-Media-Sachen. Was ich aber habe, ist mein Telegram-Kanal, die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Der ist auch unten in den Shownotes verlinkt. Es ist ganz einfach, der Link ist t.me, so sind alle Telegram-Kanale, und dann /Selbstbeeinflussung. Und, aber wie gesagt, hast du auch unten in den Shownotes verlinkt. Wenn du es suchst auf Google, die Psychologie der Selbstbeeinflussung Telegram, findest du es auch gleich. Und bei diesem Telegram-Kanal ist es jetzt so, dass ich seit einigen Wochen jeden Sonntag eine kurze Sonntagsinspiration als Sprachnachricht aufspreche. Es dauert so zwischen 1 und 3, vielleicht mal 4, 5 Minuten, aber in der Regel sind es so 2, 3 Minuten. Und da versuche ich möglichst persönlich aus meinem Leben zu sprechen, also etwas, was mich gerade beschäftigt, nervt, ärgert, ich toll finde, tolle Erkenntnisse irgendwo gewonnen habe und relativ kurz, ja. Nicht jetzt mit der Idee, da irgendwie zu lektorieren und langatmig drüber zu sprechen, sondern eher so kurz, prägnant, auf den Punkt gebracht, was ja eine Inspiration, eine Idee, was du vielleicht auch machen kannst, um dein Leben besser zu gestalten. Und ja, da kannst du einfach beitreten, es kostet auch nichts. Und wenn es dich nicht interessiert, kannst du den Channel auch wieder verlassen. Also das fällt auch, also ist ganz unbedarft. Du musst auch kein Double Opt-in und so, musst auch nicht irgendwie da E-Mail bestätigen und so. Du kannst beitreten. Und wenn da was für dich dabei ist, du kannst auch die alten Sonntagsinspirationen alle hören und auch alles, was davor ist, dann genau, freue ich mich, wenn du da dabei bist. Ja, und heute möchte ich etwas aufgreifen, was ich an einem Sonntag als Inspiration rausgegeben habe, was teilweise auch hier schon im Podcast ist, nämlich die Idee, naja, es ist so, dass dein Alltag dich ja sehr einnimmt, ja, und dass es deswegen oft schwierig ist, ständig dran zu bleiben, ständig diszipliniert zu sein, ständig ja, sich selbst zu beeinflussen. Und was da helfen kann oder was vielen hilft, ist, dass sie ihre Umgebung anders einrichten. Und darüber habe ich, wie gesagt, an einem Sonntag gesprochen. Also die Idee, naja, wenn ein Schokoriegel bei dir in der Nähe ist, ja, kennst du vielleicht die Studie, ich habe sie schon mal hier erzählt im Podcast, und du isst ihn nicht, dann hast du Willenskraft aufgebraucht und später wirst du dich schlechter ernähren, als wenn da gar kein Schokoriegel gelegen wäre. Und wenn dasselbe wissen wir bei Lernen, ja, wenn nicht aufgeräumt ist, merken sich die Schüler weniger, ja, wenn sie auf einem nicht aufgeräumten Schreibtisch lernen, als wenn sie beim aufgeräumten Schreibtisch lernen und so weiter und so fort. Also deine Umgebung beeinflusst dich ständig und stetig. Und da habe ich ein bisschen darüber gesprochen, was du denn tun kannst, um deine Umgebung zu beeinflussen. Und das ist gerade bei uns ein Game Changer. Also momentan ist es so, dass ich einen 2-jährigen Sohn habe und einen 1/2-jährigen Sohn. Und meine Frau ist da Feuer und Flamme für dieses Pickler-Konzept. Und es arbeitet auch ganz viel mit der Umgebung. Damit du eine Idee bekommst, wie du das jetzt im Bereich Kindererziehung, aber dann in weiterer Folge auch für alle deine Lebensbereiche nutzen kannst, was sie dort macht, ist, dass sie wir haben ja praktisch alle Spielsachen oder fast alle, die wir hatten, aussortiert. Ja, also da haben wir auch fast alles geschenkt bekommen, muss man auch dazu sagen, und gesagt, nee, das findet man fast alles nicht, sondern das sind spezielle Spielmaterialien, die die Kinder, auch mit 6 Monaten, aber dann auch mit 1 Jahr, mit 2 Jahren, ja, so sehr altersgerecht, verwenden können, ohne dass sie Erwachsene brauchen. Ja, das war ein erster Gamechanger. Bevor war es einfach so, dass der Aaron oder der Aaron einfach dann oft, also der Aaron nicht, aber der Aaron zu uns gekommen ist und irgendwas wollte. Ja, Lego Duplo ist so eine Sache. Ja, das können die noch nicht so gut oder ja, vielleicht teilweise auch gar nicht oder halt nicht so gut. Und dann kommen sie zu den Eltern und dann hilft man natürlich, aber das ist halt nervig den ganzen Tag über, wenn du sozusagen da ständig eingebunden bist, auch bei verschiedensten Kleinigkeiten. Und wenn du die Umgebung da anders designst, jetzt an diesem einen Beispiel, nämlich, dass sie nur Spielsachen haben, wo sie selber das machen können, dann verändert das dann natürlich was.
Anderer Aspekt, der dort auch wichtig ist, die Idee, dass sie sich selber versenken können durch diese Spielsachen und viel mehr in eine Selbstständigkeit reinkommen, in einen inneren Fokus und ja, so eigentlich sehr früh zu, in Anführungszeichen, selbstständigen Menschen erzogen werden, wobei jetzt das Wort erzogen gefällt mir gar nicht so gut, aber von der Idee her, sie kriegen eine Umgebung, wo sie frei explorieren können und sie werden auch darin gefördert. Ne? Also man selber macht sich dann, wenn man so eine, in Anführungszeichen, Einheit macht oder wenn sie da einfach spielen, macht sich da selber möglichst uninteressant. Ne? Also die Idee wäre da nicht, den Spaßvogel zu machen, ne? Weil das kann man natürlich auch machen über den Tag. Das macht ja auch Spaß. Ich habe heute mit meinem Sohn ein bisschen getrommelt. Ja? Also das ist natürlich, kann man alles machen. Ja? Aber die Idee ist ja, und dann gibt es halt einfach diese Spieleinheiten, wo die Kinder lernen, es klingt so lehrerhaft, ja, das sind nicht die richtigen Worte, die ich erfinde, aber wo sie einfach ihre Konzentration steigern, wo sie ihre Selbstständigkeit steigern, aber nicht im Sinne eines chinesischen Vorbildes, wo die Leute gedrillt werden, sondern das haben die schon in sich, ja, nur die Umgebung wird jetzt einfach so aufgebaut, dass sie das gut nutzen können, ja, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Und es ist dann schon ein bisschen Arbeit und Aufwand natürlich, aber wenn das mal entwickelt ist und wir merken schon die Erfolge beim Aaron, ja, wie lange er sich vertiefen kann, ja, vergleichsweise mit anderen Zweijährigen, kann sich der durchaus eine Stunde einfach versenken ganz alleine. Das klingt nicht immer und so weiter, aber von der Idee her ist das schon einfach ein großer Faktor. Und da habe ich einfach gelernt, also meine Frau ist da die Expertin, ich bin da absoluter Laie, ja, ist jetzt alles nachgeplappert von meiner Frau, ich werde mehr wissen, weil ich müsste mit meiner Frau reden, ja, also die ist da der Pro, die sozusagen die Ausbildungen, die Bücher und alles gelesen hat. Ich bin nur der Nutznießer, der das übernimmt, der auch immer wieder mal einen auf den Deckel bekommt, wenn meine Frau sagt, hey Marian, mach dich uninteressant, ja, deine Aufgabe ist jetzt nicht, hier den Spaßvogel zu machen, sondern mach dich bitte uninteressant. Und dann mache ich das natürlich auch, ja, also erstmal ärgere ich mich, aber dann merke ich doch, dass sie recht hat und dann mache ich das auch. Und das ist so ein großer Gamechanger. Und deswegen auch dieser Telegram-Kanal, wo du einmal die Woche eine Inspiration bekommst, das ist ja auch die Idee, das ist auch deine Umgebung. Ja? Also der Telegram-Kanal, wenn einmal die Woche was aufpoppt, eine Inspiration, da wird ja nicht jede Inspiration für dich passen. Aber allein, dass das in deiner Umgebung ist, also einmal in der Woche was da ist, bewirkt natürlich, dass du dich mehr mit diesen Dingen beschäftigst. Und im besten Fall kriegst du einen Impuls mit, etwas zu verändern, was zu tun. Oder du freust dich einfach, weil du sagst, ja genau, das mache ich schon, oder ja genau, so geht es mir auch, oder du teilst deinen Erfolg oder wie auch immer, und das bringt dich natürlich ein Stückchen weiter. Und das ist auch Teil deiner Umgebung, die du beeinflussen kannst, um das zu tun, was du wirklich tun möchtest. Und noch ein Beispiel zu nennen, was ich sehr genial finde, wo ich auch dann meine Umgebung geändert habe, und zwar Beethoven. Beethoven hat ja, ich hoffe, ich wechsle jetzt nicht mit Mozart, nee, das war schon Beethoven. Beethoven hat hat oft lange und ausgedehnte Spaziergänge gemacht, so 2-3 Stunden, und hatte immer Papier und Stift dabei. Falls ihm mal eine geniale Idee käme, damit er die dann auch aufschreiben kann. Das war die Idee. Falls mir mal eine geniale Idee kommt, möchte ich die aufschreiben können. Deswegen hat er immer Stift und Papier dabei. Und einige würden sagen, ja, da waren schon viele geniale Gedanken. Wir im NLP würden sagen, ja, das ist eine sehr hypnotische Induktion, das ist eine Präsupposition und noch vieles andere, was da drin ist. Nämlich allein diese Suggestion, diese Selbstsuggestion, mir könnte eine geniale Idee kommen, ja, macht natürlich was. Und daraufhin habe ich dann auch gesagt, naja gut, falls mir mal eine geniale Idee käme, nicht im musikalischen Bereich, kann ich dich beruhigen, da werden keine genialen Ideen von mir kommen, sondern in meinem Bereich, ja, mein Bereich ist das Thema Storytelling, das Thema Selbstbeeinflussung, das Thema, wie kann ich mit Sprache wirksam werden, Stichwort Sprachmagie, wie kann ich schaffen, in einer guten Beziehung zu mir selber zu sein, ja, und gleichzeitig auch vielleicht das eine oder andere in meinem Leben zu optimieren. Also falls mir da ein genialer Gedanke käme, dann würde ich das doch gerne irgendwie notieren. Und deswegen habe ich mir so ein kleines winziges Tischchen besorgt, wo ich einen kleinen Notizblock drinnen habe mit der Idee, einen digitalisierbaren Notizblock, muss ich dazu sagen, also der, wo man einfach sehr schnell dann einen Scan machen kann, damit es dann auch abgespeichert ist und man nicht das dann vielleicht noch mühselig abtippen kann. Ich bin da, was diese Sachen angeht, sehr faul. Und das habe ich immer dabei, ja, wenn ich unterwegs bin. Und einfach die Suggestion, ne, von Beethoven wirkt, ja, so: Wenn mir mal ein genialer Gedanke käme, naja, dann könnte ich ihn doch aufschreiben. Oder manchmal brainstorme ich auch für verschiedene Dinge, wenn ich gerade unterwegs bin, nichts zu tun habe, statt dass man auf sein Handy schaut, ja, kann man genauso. Also das ist mein neues EDC, ich habe da kürzlich erst eine Folge dazu gemacht, das ist jetzt Teil meines EDCs, also Everyday Carry Kit. Die sind 3 Folgen oder so zurück, kannst mal reinhören, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, kannst du gerne mal reinhören. Und da so die Idee, allein dass es immer da ist, ja, ist auch Teil deiner Umgebung.
Und dann habe ich die eine überlegt, dir mal selber, was wäre etwas, eine Sache, wenn die in deiner Umgebung wäre, würde die dir helfen bei deinen Zielen? Sei es geniale Konzepte zu entwickeln, mehr Geld zu verdienen, bessere Beziehungen zu führen, was immer es auch ist, ja, was du gerade in deinem Leben dir wirklich wünschst. Überleg dir mal ganz kurz, was wäre eine Sache, die du anders, besser machen, also in deiner Umgebung anders machen könntest, verbessern könntest, damit genau das gelingt. Für dich gewinnen können oder hast einfach den Soundtrack genossen. Ich lade dich ein, da ein bisschen schwanger zu gehen. Vielleicht ist es auch etwas, wo du dich täglich immer wieder fragst oder dann im Telegram-Kanal, wenn du drinnen bist, das nochmal liest und dich wirklich fragst, okay, was kann ich in meiner Umgebung verändern? Der große Vorteil ist hier, das richtest du einmal ein. Ja, die Spielsachen kaufst du einmal, das Büchlein besorgst du dir einmal, das bindest du einmal an, also manche Sachen muss man öfters machen, wie aufräumen, wenn das die Umgebung ist, aber den Kreativitätsstuhl oder das Whiteboard, das besorgst du dir einmal und dann ist es da und dann bist du an dieser Stelle kreativ. Ja, darüber habe ich im Telegram-Kanal nochmal gesprochen. Na, manche Menschen sind halt zufällig kreativ oder versuchen vom PC kreativ zu sein, wo sie die Steuererklärung machen und das ist halt nicht. Ja, Steuererklärung und Kreativität ist, also das kann man auch machen, aber das ist wahrscheinlich eher Steuerhinterziehung, ja, wenn man da kreativ werden will. Also da gibt es einfach Regeln, die sind abzuarbeiten und das sind halt die Zustände, die da wachgerufen werden und wenn du kreativ sein willst, dann wäre es sinnvoll, irgendwo in deiner Umgebung was einzurichten, um kreativ zu sein. Das ist aber wahrscheinlich nicht vom PC, wo du die Steuererklärung machst. Und ja, lade ich dich ein. Überleg mal, was könnten Dinge sein, einfache Dinge, die du in deiner Umgebung veränderst, um das Leben zu leben, was du wirklich leben möchtest. In diesem Sinne, ciao dir, dein Marian, tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei oder bei einem meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode PODCAST günstiger zu erwerben ist. Wenn du wirklich Meisterschaft erlangen möchtest oder dir der Podcast einfach zu wenig ist, dann lade ich dich ein zu einem NLP-Seminar von mir persönlich oder zu einer NLP-Ausbildung. Schau einfach mal vorbei auf die Website. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Marian. Ciao dir. Tschüss.